Da bin ich wieder. So. Da will jemand Spaß dran zahlen. So. Wir haben soweit alles, was wir brauchen. Genau, wir können Kisten bauen. Ich mache hier gleich mal so und so. Sollte reichen. Ja, wobei wird ein bisschen. Na, ich nehme mal ein bisschen mehr mit. Das, wir haben so viel davon. Da können wir ruhig mal hier ein bisschen was mitnehmen. So. Okay. Ich muss mal meinen Homepunkt da drinnen setzen. Ist das schlimm hier? Andere Seite ist ja ein schönes Haus, kann man schon ab und zu mal langlaufen. So. Ich würde gerne hier. Achso. Hier hinten in der Ecke natürlich nicht. Weil hier kommt dann später so ein Ding gegen. Ja. So, kann er gleich da bleiben. So, wir brauchen noch ein paar mehr. Du noch da? Dankeschön. So. Dann einmal so und so und dann einmal so und so und so und so. Und so. Ja, alles gut. So. Okay. 1, 2, 3, 4. Ja, hier beim Fensterbereich ist die Frage, wie wir das genau machen. Ich würde hier eine Reihe hinmachen. Also, man sollte jetzt erstmal abbauen. Ungefähr so. Und dann hier aber tatsächlich offen lassen. Ich glaube sogar, ich lasse hier alles offen. Ja, doch, ich mache hier alles offen und mache dann erst hier. Eigentlich können dann die hier doch wieder weg. Genau. So. Ups. Ja, doch, das ist doch. Ich überlege sogar hier einfach den mittleren Bereich freizulassen. Ja, so müssen es hier so beginnen. Mal gucken, was ich mit den Kisten dann mache. So also ein bisschen geräumiger hier zu haben, ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Genauso wie ich euch. Ja, genau. Dich nehme ich wieder weg. Dich auch. Und ich stelle dich einfach hier hinten in die Ecke. So. So passt doch viel besser. Ja, so sieht's besser aus. Okay, das heißt, wir brauchen noch mehr Holz. Wer hätte es gedacht? Wir brauchen jetzt mal Kisten. Gott, wir brauchen viel mehr Kisten, ey. Heilige Scheiße. Das ist alles. 31. Das reicht genau für gar nichts. Verdammt. Wir brauchen so viel Holz, das gibt's doch ja nicht. Ah, ich mach das mal. Achso, eigentlich hätte ich. Da. Ah.
Leck mich. So, so, bitte. So, 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 so. Gucken, wie weit die reichen. Ich muss ja eigentlich noch den Weg offen lassen, bis ich dahinter komme, für den Pipeworks. Aber ich setze erstmal hin und dann gucken wir mal später weiter. So. Ich bin mir nicht sicher mit denen. Glaube sogar fast, ich finde es ohne den schöner. Ja, ich glaube, dann, ich glaube, ich mache es doch ein bisschen anders. Ich glaube, ich lasse den Raum jetzt so, wie er jetzt so ist. Also hier, ne, so, nur so ein paar Tore, die man so sieht. Ja, und auf der anderen Seite machen wir, gucken wir dann, ob wir da ein bisschen mit den Kisten was Schönes hinzaubern. Weil wir hier und da unten noch ein bisschen mehr Platz haben. Dann muss ich jetzt mal genau gucken. Wir haben ja auch 7 Breite. Wenn ich jetzt sage. Warte kurz, wie lang ist der Raum? Weil es gerade ohne ungerade Zahl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Das ist eine sehr unglückliche Zahl. Wir brauchen bei so noch mehr Kisten. Meine Idee ist, erstmal abschließen. Wie geht das? Wie war? Ach nee, ich muss erstmal, erstmal Schlösser bauen hier. Gott, ich will alles vergessen. So, so, so. Genau. Ich glaube mal 12 reichen erstmal. Und jetzt, Dankeschön. So. Perfekt. Banker. Lol. Wenn ich die jetzt hier. Mal kurz eins. Leer 1, 2, leer 1, 2, das glaube ich, kommt das Haus genau hin. Na gut, 2, leer 1, 2, leer 1, ja, doch, das haut genau hin. Die jetzt dahin mache, die dahin. 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 Die dahin. Die dahin. Die dahin. Dahin. Gott, das ist ja schwindelig im Kopf. Ist ja schlimm. Aha. Aber es funktioniert. Jawohl. Haut genau hin. Jetzt die Frage, soll ich immer doppelt? Okay. Was zur Hölle? Mache ich hier, ne, ob ich hier so doppelte Doppelkisten hinmache, damit das so ein bisschen mehr wie so Gänge aussieht. Aber ich glaube, dann wird es hier ein bisschen sehr eng. Puh. Ach, ich weiß nicht, Leute.
Weil irgendwie hier so mit, immer nur mit einer Kiste so in der Länge sieht irgendwie so ein bisschen komisch aus. Wie so, ja. Gewollt, aber nicht gekonnt. Für zwei Kisten wiederum ist das hier hinten aber ein bisschen eng. Ach ja, die haben ja gar keine Aufgeh-Animation. Gut, das war ja nur bei meinem Klon. Das heißt, wenn die eh nicht nach oben auf. Ja, nee. Ich habe gerade überlegt, ob ich hier noch Kiste draufstelle, damit es dadurch ein bisschen wie Wände wirkt. Aber auch wenn sie keine Aufgeh-Animation haben, wäre es trotzdem unrealistisch, genau zwei Kisten aufeinander zugestellt zu haben, weil ja. Aus Gründen, die offensichtlich ersichtlich sind. Gut. Alternative wäre das hier. Dass wir immer so zwei Reihen haben, die sich so gegenüberstehen. Ob das Sinn macht, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Oh doch, das macht schon was her. Man kommt immer noch zum Fenster, kann immer noch rausgucken. Ist also auch alles begehbar. Wenn hier die zweite Kiste hinkommt. Hier bleibt dann frei. Weil man muss ja hier dann auch noch hier runterkommen, von der Treppe her. Also hier kommt noch eine Kiste hin und hier bleibt dann aber frei. Und dann kann man mal hier wieder Kisten, also eine Doppelkiste hinstellen. Oder vielleicht auch zwei. Aber hier ist ja wieder blöd, weil hier ist das dann genau gegenüber vom Fenster. Könnte man jetzt zwar noch so rausgucken und so rausgucken, wenn die Kiste denn hier steht, aber. Ja, ich weiß nicht. Nee. Nee, ich glaube, hier kommt keine Kiste hin. Aber hier noch eine zweite. Ja, doch, ich glaube, das können wir machen. Das heißt, wir brauchen nochmal zwei Schlösser. Das passt ja genau. Zwei Kisten. Das passt ja genau. Und dann eine Doppelkiste. Voila. Das kann man doch so machen. Ja, ich bin zufrieden. Aber hier haben wir ein bisschen Raum. Kann man ja gucken, ob man hier irgendwelche Werkzeuge hinstellt, also so Sägebank oder irgendwie sowas, ne, dass man hier so ein bisschen Arbeitsbereich quasi macht. Ja, doch, das sieht doch geil aus. Das hat doch richtig schön Kellerfeeling. Das doch schon. Jawohl, ja. Cool. Das gefällt mir sehr gut. Muss ich ja mal so sagen, wie es ist. Die Door. Hab ich umsonst gemacht. Auch nicht weiter schlimm. So, mal gucken, ob wir die Wände noch heile sind. Ob ich hier noch irgendwas vergessen habe, wieder zu patchen. Hey, sieht alles in Ordnung aus. Ja, doch, alles heile. So, okay. Dann kommt jetzt der spaßige Spaß. Ich muss gucken, wie ich das mit den Pipeworks mache. Ich glaube, ich werde mich erstmal hier irgendwie nach unten graben, sodass ich hier unter dem Raum noch einen Raum mache, halt extra für die Pipeworks. Wobei, brauche ich eigentlich gar nicht. Ich glaube, ich brauche das gar nicht. Kurz, auf welcher Ebene komme ich denn da raus? Erstmal hier schön Kaktussaft trinken, ja. Warum gibt es aber Essgeräusche? Gut. Oh. Möhrensaft, beste Saft. So. Jetzt habe ich noch ein paar leere Gläser, um sie meinen unfreundlichen Nachbarn auf den Kopf zu werfen. Ja, das wird hier echt sehr eng. Ich meine, die Pipe ist ja hier sowieso sichtbar. Ich kann sie also auch sichtbar bis zum Hausrand führen.
Ob ich das möchte, weiß ich nicht wirklich. Ja, ich glaube, ich mache so ein bisschen, so direkt am Haus, ein bisschen verdeckt, aber relativ nah bis zum Haus ran, lasse ich das als sichtbare Pipe. Ich glaube, das ist ein guter Kompromiss. Dann brauchen wir aber auf jeden Fall erstmal mehr Pipes. Und zwar brauchen wir vor allen Dingen normale Pipes. Wir brauchen Sorting Pipes. Oh, nein, wir können eigentlich alles mit Sorting Pipes machen. Ja, das. Nee, können wir nicht. Nee, ich brauche ja auch. Weil ich brauche auch einen Rücklauf für das, was zu viel ist. Auch wenn ich überhaupt keinen Plan habe, wie ich das mache. Wobei doch, das geht ganz einfach. Ja. Eben, weil. Wir haben hier für den Rücklauf haben wir ja. Achso, genau, der Rücklauf geht ja hier in die Kisten. Ja, nee, das wird dann irgendwann zu viel sein. Ja, weil ich dachte, ich schicke einfach die ganzen Mineralien hier auf den Weg nach da. Nicht hier mit dieser High-Priority-Pipe-Tube-Dings. Und das, was dann dort in die Kiste nicht mehr reingeht, kommt dann wieder zurück und geht dann hier, ne, auch mit oben zu unseren anderen Kisten. Aber, nee, die gehen ja alle hier hin. Und die dürften das nicht endlos verkraften. Jetzt weiß ich allerdings gar nicht, habe ich bei denen unten einen Mülleimer? Nee, habe ich nicht. Dann mache ich das mal ganz schnell. Quasi auch so als Art Last Resort. Wir haben keinen Mülleimer mehr. Haben wir keinen Mülleimer mehr? Oh mein Gott, wieso haben wir keinen Mülleimer mehr? Das geht ja gar nicht. Na, scheißen Dreck. Okay, wir wollen noch Mülleimer. Trash. So, du kriegst mich hier nicht so rum. Was ist mit dir los? Kunststoffplatten und Schmiedestahl. Bachen. Schmiedeeisenbachen. Kunststoffplatten haben wir noch ein paar. Das ist sehr gut. Echt keine Mülleimer mehr. Irgendwer hat hier in Erinnerung, dass wir so viele Mülleimer gemacht hatten, irgendwann mal. Und noch massig davon haben, aber. Ich habe auch nicht. Gib mir mal einen. So, und der kommt dann, wie gesagt, als Art Überlaufschutz dann da unten hin. Also geht es immer erstmal in die oberste Kiste. Wenn die irgendwann voll ist, geht es in die Kiste. Wenn die irgendwann voll ist. Geht's in die Kiste und wenn die halt voll ist, ne, dann was dann noch übrig bleibt, was dann zu viel ist, das wird dann halt gnadenlos aussortiert. Wa? Ist nicht schön, aber besser als dass uns die Pipes um die Ohren fliegen. Ja, habe ich ja überall anders auch gemacht, ne? Diese ganzen Überlaufventile. Ins Nevada. Ja, und so eine Konstruktion müssten wir dann auch bei dem anderen Haus bauen. Ich weiß nur nicht, wie ich das von dem Platz etabliere. Wofür brauchen wir hier eine High Priority Pipe und einmal so eine One-Way Tube? One-Way Tubes haben wir noch. Und High Priority Pipes haben wir auch. Alter, warum haben wir davon so viele gemacht? Holy shit. Das ist ja abartig. Disgusting. So. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Pipes. Diese 23 werden nie im Leben für irgendwas reichen. So, Pipes war, glaube ich, auch einfach Plaste, ne? Pipe. Pipe, Pipe. Ja. Kunststoff. Wir haben hier noch einen Stapel. Na, Kunststoff haben wir wohl nicht mehr so viel.
Gut, wobei es ganz gut ist, weil die Kiste ist ja so schon ganz schön voll. Haha. Ah, doch, wir hatten doch noch eine Menge. Ah, ne, das Plastik-Sheet. Ist ja dieses andere Zeug. What the fuck? So, alles. 23 haben wir. Ah, ich lasse erstmal so. So. Home. 2. Jetzt wird's spannend. Wir gehen am liebsten hier auf der Ebene ist halt. Ich will halt nicht bis ganz rangehen, weil hier ist ja der Bereich, wo wir aussteigen, so quasi der Art Bahnhof. Ich muss aber hier auf jeden Fall an diesem Loch vorbei. Weil das Loch würde ich gerne schon behalten. Das heißt, ich gehe einfach hier auf der Ebene lang. Oh. Warum ist da Sand drunter? Warum ist da Stein drunter? Ich hätte mir mal eine Schippe mitnehmen sollen, gell? Ah, gut, ist ja nicht mehr so weit. Ja, wir brauchen echt arsch viele Pipes. Da hält es im Kopf nicht aus, ja. So. So, ach verdammt, ich muss noch den Boden hier austauschen mit Erde. Gut, das können wir später mit dem Replacement Tool machen. Eigentlich hätten wir die Pipes auch mit dem Replacement Tool verlegen können, gell? Ah, egal. So, und hier wird jetzt spaßig. Na, hier gehen wir unter der Erde drunter durch. Da ist die Hauswand. Und wir kommen unter der Hauswand lang und gehen hier dann nach oben. Nein, meine Steine! Und hier wird es mich jetzt genau interessant. Ich sage mal, ich grab mal auch die Dinger hier weg. Ich hätte mir Schippen mitnehmen sollen. So. Angenommen, wir kommen hier mit der Pipe an. Ungefähr so. Das war's schon. Holy shit. Angenommen, wir kommen hier mit den Pipes. Hier könnte ich keine Pipe. Braucht mal eine Pipe hin. Danke. Was ist mit dem los? Oh Mann, Nacken. Ich glaube, wir gehen hier an der Stelle erstmal runter. Das würde man aber von außen sehen. Ich möchte, dass man es von außen sieht. Wir gehen also hier runter. Hier kommt jetzt eine. Oh Gott, wie mache ich das?
Also ich möchte, dass alles, was zurückströmt, soll wieder. Ich glaube, die muss dahin. So. Jetzt passiert Folgendes. Nein, die muss leider doch nach unten. Sonst klappt das hier nicht. Alles, was hier rankommt. Nee, eben. Nee, 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 nee. Du bist noch da. So. Erstmal geht alles hier durch. Die High-Priority-Tube macht erstmal gar nichts, weil es kann eh nur hier lang, so zählt also nichts. Geht nach hier. Hier haben wir jetzt zwei Abzweigungen. Genau. Die hier bei der sagen wir. Eigentlich ist das völlig egal. Gott, oh Gott, oh Gott. Also ich möchte, dass die Sachen, die hier reinkommen, nur nach oben gehen. Das kann ich machen, indem ich hier die One-Way-Tube hinsetze. Genau. Hier kommt jetzt die One-Way-Tube. Bitte andersrum. Genau. So. Das heißt, die Sachen, die ran, die hierher kommen, ignorieren erstmal diese Hyper, weil die gehen eh nur hier lang. So. Gehen dann also hier aufs T-Stück drauf zu. Da sie nicht in die Richtung können, weil One Way, können sie nur nach oben gehen. Genau. So ist genau so. So ist genial. Genial. So, dann gehen sie hier nach oben. Gehen durch diese ganzen wunderschönen Sorting Pipes, die hier alles in die entsprechenden Kisten machen. Ich glaube, wir brauchen da noch wesentlich mehr. Wir haben ja irgendwie. Gott, wir haben 12 Sachen, die sortiert werden müssen, ne? Hoffentlich reicht das. Eins, zwei, drei. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Boah, gerade mal so. 12. Waren es 12 Sachen? Ich glaube, wir hatten sogar noch mehr, ne? Verdammt. Ah, müssen wir mal gucken. Ich glaube, wir brauchen. Ach, scheiße. Ich glaube, wir müssen mit der Pipe doch ein bisschen weiter nach da hinten. Du kannst da bleiben. So. Dachte es. So. Wie mache ich das, ohne reinzufallen? Gib mir kurz ein paar Steine. Ich klatsche mal hier ein paar Steine gegen. So. Perfekt. So, jetzt hier wieder das gleiche Spiel. Die Sachen gehen erst durch die High Priority Pipe. Interessiert die nicht, weil die können eh nur dadurch. Dann gehen sie hier nach oben, weil sie nicht in die andere Richtung können, weil da gesperrt ist. So, jetzt gehen sie nach oben. Wandern hier durch alle Dinger, die das dann entsprechend in die Kisten einsortieren. Und alles, was hier übrig bleibt. Alles, was übrig bleibt, wandert dann hier am Ende wieder nach unten und geht dann zurück. Und jetzt, weil das jetzt dann zwei Möglichkeiten hat, nach oben oder nach links, ist dann jetzt die High Priority Pipe entscheidend und damit gehen alle Sachen nach links und zurück ins Hauptlager. Ja, so sieht es korrekt aus. So, das sieht gut aus. Wie möchte ich jetzt bitte schön die ganzen Sachen hier konfigurieren, wenn ich jetzt gar nicht rankomme? Warum habe ich hier nur. Hä, was ist denn hier los? Warum? 1, 2, 3, 4? Was? Was ist denn hier los?
Warum sind die Dora 9 breit? Digga, die sind ja fast so breit wie ich. Gut, dann müssen wir nächste Folge mal gucken, wie wir jetzt die Sachen, ganzen Sachen konfigurieren. Das wird ein Spaß. Von daher, bis dann.